Es ist wirklich unfassbar, wie viele Netflix-Serien einen Downfall erleiden mussten. Unter anderem auch diese Serie, und zwar Tote Mädchen lügen nicht im Original, 13 Reasons 2. Ich sag euch ehrlich, dieser Downfall ist ein bisschen anders als die anderen, aber wir werden natürlich in diesem Video, wie auch in den Videos davor, Stück für Stück erklären, und damit es jeder versteht, warum ich glaube oder warum ich empfinde, dass 13 Reasons 2 einen absoluten, und ich rede wirklich von einem unfassbaren Absturz hatte. Das ist durch Zahlen, aber auch durchs eigene Empfinden deutlich. So wie man mich kennt, pünktlich, unpünktlich, es tut mir leid, es hat wirklich diese Woche, es gab wirklich viel Stress. Ich sag das jedes Mal, deswegen sage ich gar nicht mehr, wann das nächste Video kommt. Ich kann euch nur sagen, ich habe für die nächsten zwei Male, die hoffentlich die nächsten zwei Wochen erscheinen, wirkliche Banger. Aber heute konzentrieren wir uns auf 13 Reasons 2 und warum ich glaube, dass das Ganze ein bisschen anders hätte laufen können, beziehungsweise eigentlich sogar nicht, warum das Ganze so kommen musste. Ich will gar nicht so viel reden, viel Spaß mit dem Video. Noch kurz davor, es würde mich freuen, wenn ihr hier ein Follow da lässt. Wir sind kurz vor den 10K, kann nicht mehr so lange dauern. Deswegen hier gerne euren Freunden schicken, Daumen nach oben da lassen, sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, diesen Kanal hier gerne abonnieren. Ihr kennt das Spiel. Um zu erzählen, warum 13 Reasons 2 immer schlechter wurde, muss man erstmal am Anfang des ganzen Plots gehen. Und hier muss ich eine Sache sagen, die vielleicht sehr, sehr wichtig ist. Anders als bei anderen Serien glaube ich, dass der Downfall hier weniger wegen der Serie war, sondern einfach nur wegen uns Zuschauer. Weil A, man hat gemerkt, es gab kein Skript für Staffel 2, 3, 4. Und B, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, das Interesse hat auch einfach nachgelassen. Also egal, glaube ich, wie man die anderen Staffeln gestaltet hätte, das Interesse war einfach weg gewesen, weil die Kernthematik dieser Serie zu Ende war. Sie war auserzählt. Es gab eigentlich keinen Grund, mehrere Staffeln zu machen. Aber kommen wir erst mit Anfang. Es geht um Hannah Baker. Sie hinterlässt 13 Kassetten. Sie hat Selbstmord begangen, in denen Gründe stehen oder Gründe erklärt werden und Personen auferzählt werden, die zu ihrem tragischen Ende geführt haben. Also sie erzählt und exposed legit einfach jeden gefühlt in dieser Schule, warum sie sich umgebracht hat. Das sind teils komische Gründe, muss man an der Stelle auch einfach sagen. Teils aber auch verständnisvolle Gründe, warum sie sich am Ende des Tages das Leben genommen hat. Das heißt, die Serie fängt da an, wo sie schon tot ist. Aber sie ist die Hauptcharakterin. Konzept an sich, unfassbar genial. Meisterwerk meiner Meinung nach. Wir verfolgen Clay Jensen, der immer irgendwie so ein On-Off-Ding hatte und hätte er die richtigen Moves gemacht, wären die wahrscheinlich zusammen gewesen. Und er hört sich die Kassetten an, relativ langsam, und wir verfolgen ihn auf dieser Reise, weil er wird erwähnt und jeder andere auch, der diese Kassette hören darf. Das heißt, diese Kassetten werden nur weitergegeben, es sind 13 Stück, an Personen, die in diesen Kassetten halt vorkommen. Es gibt einen Beauftragten, der sich halt um die ganze Geschichte kümmert, dass die Kassetten auch ankommen, dass sie nicht veröffentlicht werden fürs Erste und dass jeder sie auch hört. Ansonsten werden halt alle exposed und oder das ist halt halt, was da alles abgeht. Ich will jetzt nicht zu krass spoilern, am Ende weiß wirklich keiner, was am Ende des Tages passiert. Aber gerade so die siebte oder achte Kassette mit Bryce ist schon crazy gewesen. Wie gesagt, wir haben Hannah Baker, das heißt, wir springen die ganze Zeit immer zu der Vergangenheit, wo sie noch lebt und einfach, wo wir ihr Leben begleiten und in die Gegenwart, wo halt einfach sie tot ist. Wo man die Kassetten hört, das ist eigentlich ganz cool, weil man sieht einfach diesen Kontrast, wie sie früher gelebt hat und wie sie am Ende ihres Lebens leben musste. Dann sehen wir Clay Jensen, ich weiß es gar nicht mehr, ist unser emotionaler Führer durch die Serie, weil seine Zerrissenheit und sein Engagement so fehlen und also fesseln uns einfach, versteht ihr? Es ist so, die Serie hat diesen Charme, weil er auch einfach so ein Weicher ist, muss man halt einfach sagen. Er ist nicht so abgefuckt oder sonst was und hört sich die Kassetten an und denkt, ja gut, okay, war halt schade. Nein, es geht wirklich darum, ihm trifft das wirklich, er kriegt Schock, er heult, er fühlt sich schuldig und das alles gehört zum Charme der Serie und das alles macht auch irgendwie Sinn. Und dann haben wir noch Justin Foley, Jessica Davis und Bryce Walker. Das sind halt einfach auch andere drei Menschen, die in diesen Kassetten erwähnt wurden und die wirklich sehr viel Scheiße gebaut haben in ihrem Leben. Was halt eigentlich in der Highschool jetzt unbedingt nicht so krass war an der Stelle einfach. Jeder hat einen Teil dazu beigegeben, wie gesagt. Die Geschichte an sich ist sehr, sehr tiefgründig, muss man sagen. Weil hier sehen wir einfach, wie die Psyche eines Menschen funktionieren kann. Ich sag bewusst kann, weil das jetzt nicht bei jedem der Fall ist. Aber man sieht einfach, okay, was kann alles dazu bringen oder welches kleine Puzzlestück musst du liefern, damit ein Mensch vielleicht mehr oder weniger ganz kaputt geht. Also sogar mehr, weil die Olle hat sich im Endeffekt umgebracht. So, das Ganze hat ein geisteskrankes Staffelfinale gehabt. Wir waren alle cool. Alle wurden irgendwie zur Rechenschaft gezogen, beziehungsweise viele wurden exposed. Die Kassetten wurden am Ende des Tages geleakt. Und die ganze Schule, Eltern, alles drumherum, jeder ist durchgedreht und alle waren... Es war einfach eine Achterbahnfahrt, in die uns Netflix mitgenommen hat. Und dann hat sich Netflix gedacht, okay, das Ding ist so eingeschlagen. Diesmal machen wir eine zweite Staffel, aber ohne da
dass die Anleitung, also beziehungsweise ohne die Vorlage vom Buch, weil 30 Reasons Why ist eigentlich ein Buch und die haben dann eigentlich was gefreestylt und wie es auch bei Animes oft der Fall ist, eine Serie, die erstmal von einem Buch kommt und dann aber aus irgendeinem Grund weg von der Vorlage geht, Schrott. Und genau hier haben wir dieses Problem. Wir haben, oder die Staffel 2 beschäftigt sich damit, den Nachwirkungen von Hennas Tod. Das heißt, wir springen nicht mehr so krass in die Vergangenheit. Klar, Henna spielt noch eine Rolle, aber diesmal zeigt uns das Ganze, okay, was passiert eigentlich, nachdem Alex exposed wurde, in der Präsenz, also im Hier und Jetzt. Und die Schule selber bereiten sich gegen den Prozess vor. Also die Schule wurde angezeigt, weil die Schule halt einfach nicht angegriffen hat. Was, in der ersten Staffel hat man es gesehen, eigentlich hätte sein müssen. Wir bekommen noch mehr Background-Stories. Teilweise sehr, sehr, sehr komische und einfach nicht zusammenpassende Backgrounds. Nicht interessante Backgrounds. Und ich weiß es nicht. Ich sag ganz ehrlich, wie es ist. Es ist nicht nice. Es ist nicht nice. Es hat den Charme komplett verloren. Und das habe ich auch noch nie erlebt. Das ist eine Serie, einen Charme innerhalb einer Staffel komplett. Das hat ja nicht mal Riverdale geschafft. Liegt aber auch, wie gesagt, daran, dass halt einfach das Haupt- oder die Hauptthematik wirklich zu Ende war. Also warum wir angefangen haben, war zu Ende. Ich glaube, egal wie man die Staffel 2 gemacht hätte, auch hier hätten die Zuschauer einfach weniger Lust gehabt hätte. Selbst wenn die Staffel 2 ein Meister weg gewesen wäre. Es ist nicht die Serie, die wir sehen wollten. Weil halt einfach, wie gesagt, es unmöglich ist, eine Serie so fortzusetzen. Wie gesagt, die Staffel ist hier auch gepickt, Bruder, mit Rückblenden, Enthüllungen und ja, hier alles. Alles, die Geschichte versucht man zu vertiefen und so auf richtig mächtiger Anime-Basis. Und es gibt neue Charaktere, war klar. Es gibt einfach so Side-Characters ohne Sinn und Themen wie Mobbing, was halt immer noch cool ist und Missbrauch und so, werden halt weiter vertieft an der Stelle. Ich finde es auch geil, dieser Anfang von 30 Reasons Why ist sehr cool. Ja, das ist sehr, sehr nice, sage ich nicht ganz, wie ich es. Das ist so. Also das zeigt, dass die sich wirklich Mühe geben wollen und beziehungsweise Mühe geben haben schon fast. Wir haben hier Clay Jensen, der versucht einfach so mit diesen Enthüllungen klarzukommen. Der Typ ist eh wirklich ein Weichei. Also Hand aufs Herz, Bruder, der ist wirklich ein Weichei. Dann haben wir Tyler Down. Sein Charakter wird einfach zunehmender dunkler. Also sehr, sehr dunkel, was zu einem sehr komischen Ende führt. Es ist auch ein Typ, der wurde ein bisschen gemobbt und irgendwie, keine Ahnung, nimmt er sich das als Vorbild, aber will sich nicht umbringen, sondern will jetzt irgendwie alle raiden, Digga. Der denkt einfach, der ist irgendwo, keine Ahnung, Bruder, er ist Jack Chan oder so. Und ich weiß gar nicht mehr, ob das in der zweiten oder dritten Staffel war. Ich glaube, es war in der zweiten. Nee, ich glaube, es war sogar in der ersten, wo der Bruder, also diese Toilettenszene. Ihr wisst, was ich meine mit dem Besen und also ich will da gar nicht mehr so weit eingehen. Weil glaubt ihr mir, ich habe seinen Schmerz gefühlt. Es hat mir wirklich wehgetan. Seitdem bin ich raus aus der ganzen Geschichte. Retalk. Und Jessica Davis, das war, wie gesagt, die beste Freundin oder die damalige beste Freundin von Hannah Baker, versucht gegen ihren eigenen Dämon zu kämpfen und irgendwie Heilung finden. Ihr müsst überlegen, die Olle ist ein Cheerleader und sieht danach aus wie ein Zombie. Also wirklich, Rick würde sie umbringen. So. Und dann kam Staffel 3 und das war einfach nur noch low-key ein bisschen. Es war einfach nervig. Die Autoren beschlossen, hier eine neue Figur einzuführen. Annie. Und Annie war so aus dem Nichts eine Hauptfigur und erzählt einfach ein ganz neues Mysterium rund um den Tod von Bryce. Also dieser Typ, der Hannah vergewaltigt hat in der ersten Staffel. Bruder, und da war schon wirklich, lass einfach. Wie gesagt, man hätte machen können, was man will, generell. Also es ist jetzt nicht mal deren Schuld, aber ich weiß nicht, es funktioniert nicht wirklich, weil man versucht hier so low-key Riverdale erste Staffel zu kopieren, nur halt in schlecht. Dann wird so eine Krimi-Drama-Serie einfach und jeder Charakter verliert auf einmal seine Tiefe. Also wir haben zwei Staffeln lang die komplette Tiefe des Jahres. Jeder versucht irgendwie irgendwas zu dribbeln und in der dritten Staffel wird es einfach über Bord geworfen und dann ist vorbei. Also what the fuck? Was geht ab? Wie gesagt, dieser Annie ist die neue Erzählerin und versucht aus der ganzen Geschichte einen Krimi zu machen. Bryce versucht noch kurz davor, sich zu rehabilitieren, was die Zuschauer komplett verwirrt, weil auf einmal ist der cool. Und dann gibt's noch Montgomery und der ist halt trotzdem, Bro, einfach das Zentrum der ganzen Geschichte. Und das ist halt wirklich bodenlos, meiner Meinung nach. Deswegen wollen wir auch einfach nur noch zu Staffel 4 springen, weil dann erkläre ich euch nochmal kurz, warum das Ganze einfach zum Scheitern verurteilt wurde. Staffel 4 hatte offensichtlich keine Ahnung mehr, wohin mit der Geschichte. Also Hand auf Herz, Digga, das war wirklich dann schon fast Comedy. Also wir sind hier von einer sehr informativen, krassen Dramaserie in eine Krimiserie geraten und dann einfach zu einer Comedy-Serie gefühlt, okay? Es ist alles nur so noch Geistererscheinungen und einfach Ungereimtheiten und Hauptsache, wir nehmen irgendwelche Fäden und ziehen dran noch und es gibt sogar Halluzinationen und so, Bro, es ist geisteskrank. Clay, sein Geisteszustand verschlechtert sich ziemlich und wie gesagt, er kriegt seine Psychosen da auf cool. Der Abschlussball wird zu einem Schauplatz, oder da hätte Vampire Diaries sich wirklich eine Scheibe abschneiden können, weil das ist wirklich Drama ohne Sinn und die letzte Episode ist halt, ja okay Bruder, korrekt, dass du uns noch mit mehr Fragen bombardiert hast, wozu wir wahrscheinlich niemals eine Antwort haben werden. So, das macht gar keinen Sinn. Wie gesagt, Clay ist in seinem psychologischen Problem verstrickt. Justin Foley nimmt eine sehr tragische Wendung. Boah, muss man sagen. So diese Franklin Saint, okay, ganz so krass und der juckt mich auch nicht so krass, Franklin, aber das natürlich haben einige Leute gestört und die anderen versuchen irgendwie es hinzubekommen. Also alle, die jetzt noch kommen, sei es ein Annie oder sei es alle anderen.
Wochen davor. Und es wirkt halt einfach nicht nice und nicht und überhaupt nicht erzwungen. Im Endeffekt muss man sagen, es begann als sehr tiefgründige Serie, die sehr wichtige Themen ansprechen, die uns wirklich zum Nachdenken brachte, aber hat versucht auf Krampf, und das ist halt das Problem, außerhalb des Buches die Geschichte zu verlängern. Und so verloren einfach die Autoren die Richtung. Sie wussten halt nicht mehr, was sie machen kann, weil es ist nochmal was ganz anderes, eine Serie zu dirigieren, die du ganz, ganz selber aus dem Nichts machst, oder halt einfach eine Buchvorlage zu benutzen, die sowieso schon ein Bang, einfach der Bringer war in Italia, Digga. Weißt du, was ich meine? Ich find's schade. Es war ziemlich unglaubwürdig und übertrieben, und das ist halt auch das Problem, was man halt einfach sagen muss. So eine Serie, die sollte halt schon glaubwürdig sein. Sei es jetzt eine Comedy-Serie, die einfach sehr überzogen glaubwürdig ist, sei es eine Drama-Serie, die unfassbar thrillerhaftig überzogen ist und trotzdem glaubwürdig ist, dass sowas irgendwie passieren kann, weil selbst jeden Secret Service-Scheißfilm glauben wir ja auch, weil es einfach sehr glaubwürdig dargestellt wurde. Und ich sag euch ehrlich, die Serie war einfach unglaubwürdig. Also komplett aus, wirklich, die haben Toten daraus geholt, meiner Meinung nach. Wortwörtlich, also das ist jetzt kein Wortspiel. Das Ding heißt ja Tote Mädchen lügen nicht im Original, auf Deutsch. Warum die das auch so komisch übersetzt haben, keiner weiß, Bro. Wie gesagt, die Serie an sich, maximales Meisterwerk. Ich liebe die erste Staffel. Die erste Staffel ist wirklich stark. Also ich weiß gar nicht, warum niemand darüber redet. Die erste Staffel, sagt mir mal so, was gibt bessere, welche Serie hat eine bessere erste Staffel? Kommen die Leute mit Breaking Bad und die war Schrott zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Also die erste Staffel. Deswegen, also ich finde, hier wird der Serie zu wenig Hack gegeben, einfach dafür, dass das wirklich so ein Ding war. Und damals, weiß ich, wie es heute ist, aber damals, als sie rauskommt, ist, Bro, jeder, also wirklich jeder drüber geredet. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich glaube, ich war 15, 16 oder so. Keine Ahnung, 2000, keine Ahnung, ich weiß es echt nicht mehr. Aber ich war auf jeden Fall noch in der Schule und das Ding ist einfach gebrannt, hat wirklich gebrannt. Retalk. Das war's, ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked ihr dieses Video gerne, kommentiert eure Meinung, was du zu dem Ganzen hältst, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich lese immer alles und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Wie gesagt, ich will keine falschen Hoffnungen machen, aber es wird auf jeden Fall nicht so lange dauern wieder. 8 Tage haben wir jetzt, glaube ich, Pause gehabt, ne? Wird Zeit, dass dieses Video kommt. Wie gesagt, lasst ihr gerne eure Meinung da, einen Daumen nach oben und einen Kommi und ein Follow. Peace out.